Die Echsen sind darauf angewiesen, dass es regnet. Wo sich Regenwasser auf den Stein sammelt, löschen sie ihren Durst. Jetzt verkrümelt er sich. Wallaby Island ist eine faszinierende Insel. Auf den flachen Kalksteinfelsen gedeiht zwar keine üppige Vegetation, dennoch stößt man hier auf eine beachtliche Zahl von Tierarten. Ich vermute, da unten in dieser kleinen Höhle könnten wir auf Wasser stoßen. Jetzt kommt mal mit. Hier ist tatsächlich Wasser. Und wo es Wasser gibt, halten sich meistens auch Tiere auf. Ich habe was entdeckt. Tja, wie kriege ich dich da raus? Ich muss ganz vorsichtig reingreifen. Geschafft. Jetzt können wir uns diese Schlange mal etwas genauer angucken. Ach du meine Güte, du hast dich ja ganz schön schwer am Hals verletzt. Seht ihr die Wunde hier? Was ist passiert, Süße? Wolltest du etwas fressen, was eine Nummer zu groß für dich war? Sie hat eine wundervolle Färbung, aber sie ist etwas mager. Alles okay, beruhig dich. Sie hat ein bisschen Angst vor mir. Ein Exemplar dieser Größe ist schätzungsweise 3 bis 4 Jahre alt, vorausgesetzt, sie hat auf der Insel genügend Nahrung gefunden und ist ganz normal gewachsen. Ich glaube, sie ernährt sich noch vorwiegend von jungen Seevögeln. Wenn sie größer ist, stehen wohl auch Tama-Wallabies auf ihrem Speisezettel. Allerdings ist es auch für eine gewiefte Jägerin wie unsere Freundin hier nicht einfach, in dieser kargen Felslandschaft zu überleben. Dieses Jahr hat sie es besonders schwer, denn ganz Down Under leidet unter einer extremen Dürre. So trocken war es seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber dafür geht es der Süßen noch relativ gut. Okay, ich lass dich jetzt runter. Dann kannst du wieder dorthin kriechen, wo es schön kühl und feucht ist. Nach der Begegnung mit der Schlange streife ich weiter über die Insel. Denn ich möchte euch das eben schon erwähnte Tama-Wallaby unbedingt zeigen. Auf dem Festland wurde es fast überall ausgerottet, da die eingeführten Füchse es leicht erlegen konnten. Da drin hockt ein kleines Tama-Wallaby. Um sich vor der sengenden Sonne zu schützen, hält es sich im Schatten der Büsche auf. Alles okay, keine Angst. Ich tu dir nichts. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Guckt euch diesen süßen Fratz an. Aua! Nicht beißen! Hey, das tut weh. Du bist doch kein kleines Hündchen. Okay, beiß ruhig ins Armband meiner Uhr. So verteidigen sie sich. Oh, ich spüre, wie das kleine Herz rast. Seht euch mal die süßen Füßchen an. Keine einzige Schramme, obwohl die Tiere mit einem Affenzahn über die Felsen rasen. Autsch, bist du ein Chihuahua? Das tut sehr weh. Das tut wirklich höllisch weh, du kleiner Racker. Oh, du bist ja ein Mädel. Du hast einen kleinen Beutel. Und guckt euch dieses süße Gesicht mit den putzigen Ohren an. Mit den Krallen an den Vorderpfoten pflückt sie sich ihre Nahrung. Ich bin total begeistert von diesen kleinen, aber sehr robusten Kängurus. Ein schönes Tier. Aber seine Zähnchen haben sich verdammt tief in meine Hand gebohrt. So, du Frechdachs, ich setz dich jetzt bei diesem Busch ab. In den Gewässern der Hoodman-Abrolhos-Inseln findet man viele alte Wracks. Das der Batavia liegt hinter diesen Brechern auf Grund. Aber bevor ich dorthin tauche, zeige ich euch jetzt noch was Hübsches. Guckt euch das an. Ein niederländischer Dukaten. Auf der Vorderseite ist Wilhelm von Oranien abgebildet, der in Holland noch heute als Nationalheld gefeiert wird. Solche Münzen findet man immer noch bei der Batavia. Aber man darf sie nicht mitnehmen. Sie gehören dem Bundesstaat Western Australia. Doch dort zu tauchen ist trotzdem sehr reizvoll. Ich glaube, die Kanonen sind immer noch da draußen. Die Batavia wurde 1963 gefunden und liegt in nicht allzu großer Tiefe. Dieses Schild wurde von Archäologen gleich neben dem Anker angebracht. Im Riff leben die bizarrsten Meeresbewohner. Viele von ihnen tummeln sich beim Wrack, das ihnen als Schlupfwinkel dient. Zwischen den Wrackteilen stoße ich im Sand auf ein paar Metallstücke.
Sie bestehen aus Blei, aus dem man im 17. Jahrhundert die verschiedensten Dinge hergestellt hat. Nachdem ich sie mir angesehen habe, lege ich die Stücke wieder dorthin zurück, wo ich sie gefunden habe. Denn die Batavia ist eine Art Unterwassermuseum. Alles muss hier unten an seinem Ort bleiben. Nichts darf verändert werden. Endlich habe ich auch eine der Kanonen entdeckt. Sie ist sehr gut erhalten. Gleich daneben macht dieser hübsche Fisch ein Nickerchen auf dem Meeresgrund. Oh, wer kommt denn da angeschwommen? Es ist eine Languste. Der Bursche hat überhaupt keine Angst vor mir und inspiziert mich neugierig. Offenbar hat er noch nie jemanden gesehen, der mit Khaki-Klamotten taucht. Hey Kumpel, in meinen Shorts darfst du nicht wohnen. Dafür bist du mir zu stachelig. Bevor sich unser Freund bei mir häuslich niederlässt, bringe ich ihn lieber zurück zu seinen Kameraden. Langusten kommen hier in großer Zahl vor und leben zwischen den Korallen. Und dort fühlen sie sich, wie ihr seht, pudelwohl. Als ich auftauche, wartet oben eine Überraschung auf mich. Seelöwen. Offenbar haben mich die Tiere unten beim Tauchen entdeckt und wollen nun mit mir spielen. Da ich noch ein bisschen Zeit habe, schnappe ich mir Taucherbrille und Flossen und stürze mich ins Vergnügen. Abgabe! Die Seelöwen sind genauso gute Schwimmer wie die Delfine. Und auch sie machen mir alles nach. Das ist wie beim Synchronschwimmen. Wenn ich mich drehe, dreht sie sich ebenfalls. Dieser Seelöwendame macht das Unterwasserballett genauso viel Freude wie mir. Sie kann gar nicht genug davon bekommen. Bei allem Spaß darf ich natürlich nicht vergessen, dass meine Schwimmpartnerin ein wildes Tier mit scharfen Zähnen ist. Ich muss aufpassen, dass sie nicht vor lauter Übermut zubeißt und mich aus Versehen verletzt. Die Süße ist total neugierig. Damit sie mein Gesicht sehen kann, habe ich die Taucherbrille abgenommen. Hey, wenn du die Kamera küsst, kann ich das auch. Na, wer kann besser küssen? Ich? Mann, sie sieht echt klasse aus. Sie ist ein verdammt hübsches Mädel. Und das Schönste ist, sie fährt voll auf mich ab. Tja, Terry, tut mir leid. Sorry about that, Terry. Ich gehe zu ihr. Du musst das verstehen. Ich könnte noch Stunden mit meiner neuen Freundin im Wasser herumtollen. Aber ich möchte Terry nicht zu eifersüchtig machen. Außerdem warten noch einige spannende Abenteuer auf uns. Mit der True North geht es weiter Richtung Norden. Das nächste Ziel auf unserer Reise ist Steep Point, der westlichste Punkt auf dem australischen Festland. Wieder kommt unser Hubschrauber zum Einsatz. Nachdem auch Bindi angeschnallt ist, geht's los. Aus der Luft können wir ein faszinierendes Schauspiel beobachten. Mit ungeheurer Wucht donnern gewaltige Wassermassen gegen die Felsen. Seht ihr, wie diese riesigen Brecher auf die steilen Klippen zurasen? Jetzt wisst ihr, warum das eine der wildesten Küsten der Welt ist. Da unten ist die Hölle los. In diesen brodelnden Hexenkessel möchte ich nicht mit einem Boot geraten. Im Nu würde es an den Felsen zerschellen. Ein Albtraum. Aber wir sind ja zum Glück mit dem Helikopter unterwegs. Sicher landen wir oben auf den Klippen. Halt dich gut fest. Wir sind da. Hier endet Down Under. Dort drüben liegt Afrika. Aber selbst vom westlichsten Punkt Australiens aus ist es ein weiter Weg bis dorthin. Guckt mal, was meine Tochter in der Hand hält. Eine süße kleine Echse. Kaum hat Bindi sie entdeckt, hat sie sofort gefangen. So wie das Daddy auch immer macht, nicht wahr? Es ist ein Felsendrache. Und ob ihr es glaubt oder nicht, er ist bereits erwachsen, obwohl er kaum größer als mein Daumen ist.
Die Klippen hinter uns sind 60 Meter hoch und fallen steil ins Meer ab, dort, wo der Indische Ozean tobt. Guck mal, wie hoch dieser Brecher geht. Nicht nur unsere Tochter, auch Terry und ich sind von diesem grandiosen Anblick überwältigt. Direkt an der Felskante spürt man hautnah die schier unendliche Kraft des Ozeans. Mit Orkanstärke bläst uns der Wind um die Ohren und immer wieder spritzt die Gischt bis zu uns hoch. An diesem Ort merkt man, wie klein und unbedeutend wir Menschen im Grunde sind. Und man lernt, die Urgewalten der Natur zu respektieren. Unser Abstecher zum Steep Point, dem westlichsten Punkt des australischen Kontinents, hat sich mehr als gelohnt. Nur einen Katzensprung von Steep Point entfernt liegt auf der Ostseite der Perrin-Halbinsel Monkey Maya, einer der wenigen Strände auf der Welt, wo sich freilebende Delfine füttern und streicheln lassen. Bindi hat sich sofort mit einer Delfindame namens Nikki angefreundet. Nikki besitzt wie alle Delfine eine Art Sonar, mit dem sie sich orientiert. Ständig sendet sie hochfrequente Schallwellen aus, die wir als Klicklaute wahrnehmen. Daneben erzeugt sie auch noch Pfeiftöne, die recht laut sind. Alle Besucher hier am Strand von Monkey Maya haben diese wundervollen Geschöpfe in ihr Herz geschlossen. Wenn sie das nächste Mal mitbekommen, dass Delfine in Schleppnetzen sterben oder an Umweltgiften zugrunde gehen, werden sie versuchen, ihnen auf irgendeine Weise zu helfen. Deshalb finde ich diese Fütterungen in Ordnung. Wir Menschen haben nun einmal die Angewohnheit, in erster Linie die Tiere retten zu wollen, die wir lieben. Und so lernt man sie sehr schnell lieben. Man muss sie nicht mal streicheln. Es reicht, sie aus nächster Nähe zu erleben. Am nächsten Morgen verlassen wir Monkey Maya und brechen zu unserem nächsten Ziel auf, dem Ningaloo Reef, dem größten Korallenriff Westaustraliens. Dort werden wir hoffentlich auch dem größten aller Haie begegnen, dem Walhai. Bis wir dort ankommen, werden wir uns an Bord ein wenig ausruhen und vor allem schlemmen. Auf der True North wird nämlich erstklassig gekocht.